Das letzte Mal haben wir unsere feuchten Korken in die Reibplatten eingepresst und haben sie annähernd vermittelt. Jetzt sind die Korken trocken und sie sitzen fest in unseren Reibplatten und wir können sie mittels 150er Schleifpapier noch etwas egalisieren. Mit nur wenig Bewegung sehen wir, dass all unsere vom Fingerschmutz und Öl verletzten Korken plötzlich weiß werden. Jetzt können wir nachschauen. Über die Kanten der Korken sehen wir, dass alle jetzt den gleichen Abstand haben. So, dieses feine Schleifen machen wir auf beiden Seiten. Alle in anfallenden Brösel nehmen wir weg, damit sie nicht wieder mit eingerieben werden. Es reicht ganz leichter, sprich sanfter Druck. So, das ist ausreichend. Der ganze Rest wird jetzt durch das Zusammenpressen im Öl mit der entsprechenden Zwischenscheibe aus Stahl und der Endscheibe aus Stahl so zusammengepresst, dass es wieder aussieht wie vorher. Bei der zweiten Scheibe, wir sehen sie schön verschmutzt an den Korkenflächen, machen wir das genauso und können dann auch deutlich zeigen, wie sich das ganze Bild ändert. Wir sehen schon, die Hälfte ist schon hell. Wie gesagt, sanfter Druck. Sonst fliegen uns nämlich die Korken ganz schnell auseinander bei 150er Papier. Und da sehen wir, es kommt mehr und mehr die helle Farbe durch. Wir haben die Korken für unsere Reibscheiben geteilt und mittels Augenmaß auch vermittelt. Deshalb geht das mit manuellem Schleifen ganz leicht. Hätten wir die 10 mm oder 8 mm hohen Korken komplett eingesetzt, dann wären wir hier tagelang beschäftigt oder hätten eine Drehbank nutzen müssen, wo wir dann einen Stab oder ein Holz mit einem Schleifleinen bestückt hätten, um das Ganze zu schleifen. Bei der ersten falschen Bewegung wäre uns dann aber einer der Korken sofort um die Ohren geflogen. Durch unsere gründliche Vorarbeit schaffen wir es, manuell diese Korken zu teilen, einzufügen und dann auch von Hand ganz einfach plan zu schleifen. Man sieht hier schön, dass ein paar der Korken durch die Schnittfläche etwas schräg sind. Aber wenn unsere Kupplung unter Druck steht und im Ölbad, wie sie halt vorgesehen läuft, dann wird das Ganze egalisiert dadurch, dass das noch etwa einen halben Millimeter zusammengepresst wird. Wir haben jetzt unsere beiden Reibscheiben zusammengefasst und sehen, dass, also allein visuell sehen wir, dass die Korken plan aufeinander sitzen. Jetzt gehen wir hin und vermessen die Reibscheiben an ihren Außenkanten und stehen hier bei 8,5. Etwa 120 Grad weiter stehen wir hier wieder bei 8,5. Und noch einmal 120 Grad weiter stehen wir hier wieder bei 8,5. Das heißt, unser Korkenschleifen ist gelungen. Beim Zusammenbau der Kupplung verfahren wir wie folgt. Auf die Anpressscheibe kommt der erste Belagträger. Dann kommt die Stahlplatte in die entsprechenden Aussparungen. Und jetzt sehen wir schon, dass die Höhe unserer Korken ganz treffend ist, denn wir bekommen gerade so noch den Belagträger eingebaut. Jetzt können wir auch schön sehen, dass an allen Stellen der Kupplung der gleiche Abstand zum sogenannten Kupplungskorb herrscht. Am Ende setzen wir dann das Ganze so ein, bevor wir die Federn montieren.
An mehreren Stellen sehen wir jetzt, dass wir gut gearbeitet haben. Dieser Abstand zum sogenannten Druckstück ist gleich, ebenso wie dieser kleine Rand am letzten Belagträger, rundherum identisch ist bei ca. 3 bis 4 Zehntel Millimetern. Dicker hätten unsere Korken jetzt nicht sein dürfen. Es ist gut, dass wir sie halbiert haben, denn sonst würde die letzte Belagplatte deutlich über dem Korb stehen und wäre außer Funktion. Bei der ordentlichen und sorgfältigen Vorarbeit, die wir hier geleistet haben, die sehr erfolgreich geendet hat für die Kupplung, müssen wir mit Bedauern feststellen, dass die Primärkette unseres Motörchens einen gewaltigen Verschleiß aufweist und wir sie ersetzen müssen. Wie man jetzt den Kupplungskorb von der Kurbelwelle trennt, mittels Pressluft die Schraube öffnet, zeigen wir im nächsten Video. Hier sehen wir jetzt, wie man auf unsere Kupplungsreibplatten, Stahltrennplatten und Ausrückplatte die Federn, die Federhülsen, wir zeigen es mal kurz, die Federhülse einsetzt, dann die Feder einsetzt, dann die Sicherungsscheibe auflegt und dann die Schraube mit der Kronenscheibe aufsetzt. Das Ganze kommt dann in unserem Kupplungskorb, verschraubt mit diesen drei Schrauben und diesen drei Zapfen, alles zusammen, wenn wir die neue Primärkette aufgelegt haben. Nach der sorgfältigen Vorarbeit haben wir jetzt mittels eines Drahtes unsere Kupplung zusammengelegt, damit sie beim Hin- und Hergreifen und beim Transport nicht durcheinander gerät und dass die Korken nicht zerbrechen. Denn im trockenen Zustand, so wie jetzt, sind die Korken am empfindlichsten. Hier haben wir jetzt unseren neuen Kolben, eine Nachfertigung, der annähernd so aussieht wie das Original. Er ist nicht mehr von KS, sondern von einem Fremdzulieferer. Wir sehen hier, dass die Keile, die für den richtigen Sitz der Ringe verantwortlich sind, jetzt einfach und rechteckig sind. Das aber, das Wichtigste an diesem Kolben, die Nase, die für die Spültätigkeit der Verbrennungsgase zuständig ist, so ausgestaltet ist wie beim Original. Der Zylinder ist komplett gereinigt, perlgestrahlt und dann grundiert und lackiert mit einem seidenglänzenden Lack, der hitzebeständig ist. Wir sehen, dass der Zylinderfuß an der Dichtseite frei und absolut sauber ist, wie auch der Zylinderhals komplett sauber ist. Das Gewinde für den Anschluss des Krümmers ist gereinigt und mit der Gewindefeile nachgefahren, damit sich keine Reste der Reinigung im Gewinde befinden. Damit ist unser Zylinder einbaufertig. Im neuen passenden Lackgewand sehen wir jetzt auch wieder das Herstellungsdatum wie am ersten Tag, der 20.12.1951, am Zylinderfuß. Hier sehen wir jetzt ein Werkzeug, das selten in den Werkstätten zu sehen ist, das auch nicht in Bastlerhände gehört, sondern unbedingt in die Hand eines professionellen Arbeiters. Wir haben hier eine Gewindefeile metrischen Arbeitstext von HZ. Das ist eine Gewindefeile, die verschiedene Gewindegänge nacharbeiten kann. Damit wird, obwohl es Feile heißt, kein Gewinde gefeilt, sondern die einzelnen Gewindegänge werden in ihre Position zurückgedrückt, wenn sie denn etwas verfahren oder zerdrückt sind. Schneiden kann man damit nicht. Wir sehen, dass wir die Gewinde unseres Zylinderkopfes
alle damit nachgearbeitet und gereinigt haben und dass sie deshalb aussehen wie neu.